Herzlich willkommen zurück zum Hunter FM / Holzpool TV / Player Fizzy. Football Manager 2019 ist drin. Ich habe seit gestern ein wenig herumgemoddet, sodass jetzt eigentlich die richtigen Logos, die richtigen Trikots und alles sowas im Game sein sollten. Stuttgarter Kickers. Soweit sieht schon mal gut aus. Liegen im Fokus. Serie A, sieht, das Logo sieht vernünftig aus. La Liga. So soll's sein. Vernünftige Spielerbilder drin. Sehr schön. Ja. Das sieht auch soweit gut aus. Die Musik hat sich noch nicht gebessert. Aber das wird auch so lange so bleiben, bis ich mal selber mehr Musik gemacht habe, die für länger als 30 Minuten reicht, denke ich. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Bayern Munich. Wer ist jetzt Bayern Munich? Egal, damit kann ich leben. Wie heißt denn der Rest der Bundesliga? Nachrichten? Nein, liegen im Fokus. Sehe ich hier nicht die Bundesliga? Ach, hier. Nuremberg, Leverkusen. Ja. Das ist okay. Man weiß, welche Mannschaft gemeint ist. Vielleicht kann ich den Namen sogar selbst ändern. Das testen wir doch mal gerade. Dafür müsste ich wahrscheinlich erst nochmal zurück. Gehen wir doch schon mal hin, dass wir doch irgendwo hier Programme. Football Manager. Data, Database, TB, 1910. Vielleicht hier. Club Names. Öffnen mit Editor. Da haben wir. Okay. Schnell einmal Spiel schließen. Dann aus diesen Namen Bayern München machen. Aus diesem Namen Bayern München machen.
kurz abspeichern. Wenn wir schon dabei sind, können wir Nuremberg doch auch gerade fixen. Daraus machen wir Nuremberg. Nuremberg. Nuremberg 2. Und Nuremberg 2. Und 1860, weil es so schön war. 1860 München. Und 1860 München 2. Safe. So. Schauen wir doch mal, ob das irgendwas gebracht hat. Interessant, interessant. Warum das wohl nochmal aufgeploppt ist? Bayern München. Soweit so gut. Bundesliga Nürnberg. Na gut, lassen wir erstmal so. Falls ich da noch irgendwas dran ändern möchte, kann ich es immer noch machen. Okay, wir waren stehen geblieben nach einem Testspielsieg gegen Ismaning. Ein Spiel, das 5:0 ausgegangen ist. Mit unserer ersten Elf. Jetzt mal unserer zweiten Elf etwas Spielpraxis zu geben. Und hier fehlen noch einige Spieler. Am allerdringendsten brauchen wir wahrscheinlich einen Innenverteidiger. Für eine der Außenverteidigerpositionen haben wir schon einen neuen Spieler bekommen. Und dann müssen wir mal weiterschauen, wie es mit dem Rest der Positionen aussieht. Da die eh nicht verkaufen wollen, lohnt sich wahrscheinlich auch nicht, ihn weiter zu scouten. Weltklasse Torhüter, Man City. Okay. Wenn ich das richtig gesehen habe, haben unsere Mitarbeiter jetzt auch Fotos. Zeig mir nochmal das Scouting-Team zum Beispiel. Klaus Allofs, da ist er. Das bin ich. Marco Neppe. Tja, bei manchen kann ich nicht bestätigen, ob sie wirklich so aussehen oder nicht. Außer bei Willi. Und Willi kennen wir natürlich. Naja, interessant. Sinan Kurt, ehemaliger Bayern-Spieler. Bentancur. Wo könnten wir den hinstellen? Ich meine, es ist 21 Jahre alt. Solider Spieler. 27 bis 60 Millionen. Wollen wir doch mal versuchen, den zu holen, ne?
ganzen Klauselquatsch machen wir nicht mit. Was ist, wenn ich euch einfach weniger Geld bezahle? Wäre das nicht eine super Idee? Millionen. Habe ich keine Möglichkeit, da weiter drüber zu verhandeln, dass ich denen ein Angebot mache, ohne dass sie darüber verhandeln können? Ja, sehen wir mal, da dürfen wir auch wieder von vorne anfangen. Aber mal gucken, ob sie jetzt einfach wieder ihre alten Forderungen hier reinhauen oder nicht. Zum Beispiel sagt 35 ohne den ganzen Klauselquatsch. Tatsache, es geht ja von vorne los. Will ich eigentlich gar nicht bezahlen. 42,5, das wäre noch okay. Sehr schön. Deutlich unter den 60 geblieben, aber auch deutlich über die 27 hinausgegangen. Drohne hat Lust, uns zu wechseln und natürlich ein Riesenpotenzial. Haben wir auf der Position noch Bedarf? Wir haben mit Saxi da ein Talent stehen, was aus unseren eigenen Reihen kommt. Zu einem Außenspieler umzutrainieren hier für die Außenposition wird wahrscheinlich zu lange dauern. Dafür sind einfach zu viele Statistiken noch nicht gut genug. Insbesondere passen, flanken. Hier muss noch die Durchsetzungskraft verbessert werden. Ich glaube, wir haben im Sturm keinen Bedarf. Ich will jetzt nicht sagen glücklich mit den drei Stürmern, die wir haben, aber Lewandowski hält noch ein Jahr. Saxi Boado sollen sich mal entwickeln. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt noch? Transferbudget 115. So, davon sind ja 42 jetzt weg. Oder 35 weg. Lass ihn erstmal auf der Auswahlliste. Wenn wir dann für 25 kriegen, würden wir natürlich der absolute Hammer, aber 50 Millionen möchte ich dafür nicht ausgeben. Lenkovic. 3,5 Sterne Potenzial ist leider nicht das Wahre.
Auch wenn wir einen Innenverteidiger dringend brauchen. Lassen wir erstmal auf der Auswahlliste, aber hoffen, dass wir wen anders noch finden können. Bentancur. Rotationsspieler, das ist doch okay. Sehr schön. Herrn Tolisso. Müsste man in der Theorie ersetzen. Martinez müsste man noch ersetzen, aber wir haben natürlich auch nicht unendlich viel Geld. Schauen wir erstmal weiter. Kalle. Super Bericht. Ja, wie Stuttgarter Kickers. Die sollte unsere zweite Mannschaft hoffentlich besiegen können. Das ist unser Danny M. Das Bild müssen wir mal noch ersetzen. Mal schauen, ob ich daran denke. Zusammenfassung der Trainingsratschläge. Findet individuelles Training nicht mehr geeignet. Was habe ich ihm denn gesagt? Zusätzlicher Fokus, Kraft. Ich meine, so wie es im Moment aussieht, packe ich dich sowieso wieder zurück in die zweite Mannschaft. Trainingskritik für unangemessen, ja. Du kommst erstmal wieder zurück. Mit Sanchez und Rodriguez haben wir im Moment zwei da stehen, die da stehen bleiben können. Vielleicht die Aufschaltung. Schon gespeichert, lohnt sich wahrscheinlich noch nicht zu speichern, solange wir noch Goretzka in der Innenverteidigung stehen. Ja. Torwart, das wäre immer noch eine Baustelle. Findet doch mal ein super Talent für mich. Der jetzt der nächste Bernd Schneider bezeichnet wird. Der Schnieks. Ich frage mich, wieso wir so wenig über unsere eigene zweite Mannschaft wissen. Früchtle. Drei Sterne, das reicht nicht. Das reicht nicht für die Weltherrschaft. Bergwein. Leicht verletzungsanfällig, schade.
gute Statistiken. Gute Stats, gute Stats. What is this game? Nicht unendlich Monies? Leider nicht unendlich Monies. Moin, Erik. Um dem Resident Sleeper zu countern, gibt's kurz einen PogChamp. Partnerverein Dallas. Keine Stärken. Sehr schön. Bettercourt. Boah. Fast das ganze Geld fließt an Boca Juniors. Ist unser Spiel heute schon? Das Spiel ist heute schon. Bergwein da. Was ist denn, was sagen denn deine Füße? Starker Fuß rechts. Entwicklung, Taktiken. Linker Fuß, gut. Was hattest du? Ich glaube, du hattest auch gut, ne? Passabel, okay, dann ist es so, wie es jetzt ist, gut. Schade, dass es hier noch keinen äußeren Zielspieler gibt, oder wie sich das nannte. Gibt's das hier vorne nicht? Da. Na gut, na gut, na gut, na gut. Heute 9 Uhr, wir haben jetzt heute 9 Uhr. Wir lassen dann nochmal... Wie könnten wir denn mal aufstellen? Sinnvollster Tausch des Jahrzehnts. Wir könnten Martinez hinten reinstellen und irgendjemand anderen ins defensive Mittelfeld packen. Klingt das nach einem Plan? Tolisso muss auch noch ersetzt werden. Schade. Kann man Goretzka hier hinpacken? Einigermaßen. Machen wir so und so. Jetzt haben wir Leute, die einigermaßen für ihre Position geeignet sind. Rest kommt auf der Bank. Tolisso braucht nicht, weil er eh nicht da ist. Ribéry noch verletzt, von daher werden wir den nicht einsetzen. Ulreich spielen lassen, aber es spielt sowieso fast immer neuer. Und wenn wir noch einen anderen Torwart holen, kommt Ulreich sowieso eine zweite Mannschaft oder sonst wohin. Was hat denn er für einen Marktwert? 7,5. Ja. Kriegt man eh kein Geld. Ham Osmers. Bundesliga-Schiedsrichter für diese Partie, sehr schön. Zeigt auch mal, was ihr drauf habt. Mensch, sogar für ein paar von den Stuttgarter Kickers-Fotos, das freut mich doch schon mal. Kabine, Teamansprache, leidenschaftlich. Sind noch Plätze zu vergeben, beeindruckt mich. Geht mir raus und zeigt. Geht mir raus und zeigt. Ah, okay. Ein wenig mehr auf den Chat achten als kleine Anmerkung. Sobald mein zweiter Monitor da ist, Erik. Sobald mein zweiter Monitor da ist. Im Moment muss ich immer noch tam. Rafinha und Wagnermann auf derselben Seite. Das sieht nach einer guten Verteilung der Zuständigkeiten aus.
Bergwein rennt mal kurz durch die gesamte Mannschaft. Fast sein erstes Tor im Bayern-Dress. Gute Schussposition. Fast das erste Tor für ihn im Bayern-Dress. Lol. Zweiten Monitor schon bestellt, noch nicht, soll wahrscheinlich zusammen mit der neuen Grafikkarte kommen. Grafikkarten RTX-Serie verzögert sich ja immer weiter, die Liefertermine. Ich weiß aber schon, welcher es werden soll, von daher. Nur noch auf die Lieferung warten. Bayern drückend überlegen. Mensch, wir spielen ja schon fast wie die echten Bayern hier. 80% Ballbesitz und keine Tore. Elf zu eins Torschüsse. So, Verteidiger ziehen in der Mitte, so wie es sein soll. Schaffen ein bisschen Platz auf den Außenbahnen. Aber die Außenbahnen machen noch nichts draus. Fantastischer Freistoß. Gut getreten, Herr Goretzka. Oh. Oh Mist. So, Teamansprache. Zweiten Halbzeit muss eine ordentliche Leistungssteigerung her. Geht raus und zeigt es ihnen. Geht raus und zeigt es ihnen. Kein Druck. Müssen wir schon irgendwas wechseln? Kondition. Nein, du sollst dich ruhig einspielen auf der Position. Kimmich, Goretzka könnte man wechseln. Haben wir irgendwen dafür? Thiago. Alaba. Hummels, kommt Hummels hin. Der Rest der Mannschaft sieht noch relativ fit aus. Dieser Moment, wenn deine beiden Stürmer genauso alt sind wie Arjen Robben. Nur, dass die beiden Stürmer zusammen so alt sind.
Sanchez zündet den Turbo. So, Rafinha, fantastischer Zweikampf. Wir lassen den Ball direkt laufen, bisschen Platz auf der Außenbahn. Oh, und da ist das erste Tor. Der Neuzugang. Sehr schön. Standesgemäß ist 1-0. Front Player für Sie Buschmann. Daniel, weißt du schon, wie mein Co-Trainer heißt? Nein. Willst du es gerade wissen? Bayern München. Mitarbeiter, Trainerstab. Oh! Das Foto wird noch geändert, glaube ich. Aber guck dir deine Stats an. 16, 17, 15. Bei einem Maximum von 20. Sehr gute Co-Trainer-Stats. Feels broke back. Die Neuzugänge machen das Spiel. Vorlage sagt sie. Joshua, wir haben langsam ein bisschen zu viele von diesen ganzen. Joshua, Joshua und Joshua. Müssen wir mal aufräumen. Oder wir machen Team Joshua und gehen wie Freiburg vor 10 Jahren auf die ganze Willi-Strat. Joshua, Willi. Oh, zwirbelt ihn fast noch rein. Gibt es noch irgendwas zu wechseln hier? Finja sieht nicht mehr so fit aus, egal. Der soll sich einspielen. Er soll sich ruhig einspielen. Nee, ist weit okay. Kann vielleicht Raum bringen. Aber sonst. Ribéry, komm, kriegst auch noch ein bisschen Spielpraxis. Rentner außen wieder unterwegs. Letzten 10 Minuten noch über den Platz schieben. Raumtor. Franck Ribéry auf der Chance, sagt sie. Und noch ein hinterher. Die Einwechselspieler. Ein auf Matz. Kann die Presse auch nicht schimpfen, wenn wir 4-0 gegen Stuttgarter Kickers gewinnen. Besser als ein 2-1 gegen Rödinghausen, Pop-Champ. Ist erste Saison und Saisonvorbereitung. Wir sind aber eine Woche vom Supercup entfernt. Und im Moment ist es so, dass ich eine Stammelf habe,
Das sind die ganzen Rentner. Und ich bin dabei, die Zukunft des FC Bayern aufzubauen. Wenn die im wahren Leben schon nicht den Umbruch starten, muss ich das ja hier machen. Und das, was du hier siehst, ist ein großer Teil der zukünftigen Mannschaft. Aber dieses Jahr muss uns noch die... Ja. Diese Leichen, die hier über den Platz kadavern, die müssen uns noch einmal durchträgern. Fantastischer Pass. Was für eine Vorstellung von Serzi. Von allen Neuzugängen. Karine, Teamansprache. Ruhig. Habt ihr gut gemacht. Oder tolle Leistung. Alle sind happy. So, Bentancur ist auch da. Sehr schön. ...5-0 gegen Ismaning, 4-0 gegen Kickers. Wenn sich der Trend so fortsetzt, müssen wir hoffentlich 3-0 den Supercup gewinnen, lol. Verdammt, 20 Spiele wieder relativ schnell erreichen. Okay. Bentancur. Habe ich Goretzka eigentlich in meiner ersten Elf? Okay, das heißt, wenn er nicht in der zweiten steht, ist in Ordnung. Zweite Mannschaft. Vertikales Kipo-Kappa. Tolles So. Du machst mal den hier. Hat eh kein Talent, von daher kann der da ruhig stehen. Und dann machen wir mal die richtige Aufstellung. Da werden wir Bergwijn auf links. Boah, du als hängende Spitze. Batista Meier. Okay. Kurz einmal die Reiter wechseln. So, weg mit ihm. Bentancur. Da die Position erben. Training. Kannst mal direkt lernen, wie man das spielt. In der angreifenden Variante. Was fehlt dir denn noch von den Stats her? Abschluss am meisten wahrscheinlich. Das finde ich aber gar nicht so dramatisch. Weitschüsse sind wichtig. Passspiel sieht gut aus. Physis allgemein sehr gut. Konzentration, wenn noch was Cooles. Bestimmt das Tempo löst sich spielerisch aus der Bedrängnis. Soweit so gut. Na gut, komm. Dann lernst du ein bisschen Abschluss. Torschuss. Dann Tolisso als Abräumer. Innenverteidiger brauchen wir noch, Torwart brauchen wir noch. Ansonsten sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Nur mal checken, ob ich den Leuten auch schon gesagt habe, was sie lernen sollen. Du bist unser neuer rechter Mittelfeldspieler. Das darfst du gerne lernen. Stats sehen okay aus. Training für Mentales. Ah, tatsächlich ein bisschen. Dann Bergwijn. Training. Linker Mittelfeldspieler. Also Mittelfeldspieler. Du kannst dein Stellungsspiel gerne noch verbessern. Boah, du habe ich glaube ich schon eingestellt, dass er hängende Spitze trainieren soll. Jawohl. Passen dringend verbessern, damit er schön durchstecken kann auf den Meister hier vorne. Musst du noch irgendwas Besonderes lernen?
Was braucht man denn so als als Moment, Profil? Knipser zum Beispiel. Kopfball. Mensch, der Typ ist 1,93 und hat keine gute Kopfballtechnik. Da weiß ich schon, woran's hapert. Vielleicht bei Torschuss mit dabei? Nein, 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 nein. Nee. Kopfball. Wie bringe ich dir Kopfball bei? Nicht mit Kraft, nicht mit Ausdauer, nicht mit offensiven Laufwegen, nicht hiermit, nicht damit, nicht damit, nicht damit. Verdammt! Gibt's dafür kein Training? Na gut, dann arbeite halt ein bisschen an der Schnelligkeit. Das kann auch nicht schaden. So, moin. Wie kann man das mit erster und ich... Sorry, ich muss immer wieder hin und her tappen, weil ich noch keinen zweiten Monitor habe mit Chat. An Co-Trainer zu gehen. Solange Danny M. mein Co-Trainer ist, ist das immer die richtige Entscheidung. Moin, wie kann man das mit erster und zweiter Mannschaft einstellen? Das kann man machen, indem man sich hier erstmal eine neue Taktik überlegt, kann man eine neue Formation auswählen, wie auch immer. Und sobald man die Formation auf der linken Seite gesichert hat, kann man auf der rechten Seite sagen, dass man die Aufstellung speichern möchte. Möchte ich jetzt auch zum Beispiel gerade tun, weil ich ja ein paar Aktualisierungen gemacht habe. Und zwar möchte ich meine vertikale Kipo-Kappa-Aufstellung so behalten. Tada! Jetzt sehen wir hier zum Beispiel Tolisso, Bentancur sind die, die hinten stehen. Wenn ich die Formation der ersten Mannschaft auswähle, die Aufstellung der ersten Mannschaft auswähle, haben wir meine beste Mannschaft, die ich im Moment im Spiel habe. Wechseln zur anderen Formation, die Aufstellung bleibt gleich, aber vertikales Kipo Kappa ausgewählt und tada, da sind meine Spieler wieder. Aikashi, guten Tag. Kipo Kappa, genau. Hat Nils sich ausgedacht. Ist wahrscheinlich die beste Wortfindung so far, würde ich mal sagen. Also, Torwart, Innenverteidiger. Das sind, und vielleicht Außenverteidiger. Das sind noch die dringenden Baustellen und wir haben noch, ich glaube, was sagen die Finanzen? Oder besser bei Transfers. Verbleibendes Budget, 63 Millionen. Ein bisschen Geld haben wir also noch. Bentancur, bei Intensivsprachkurs anmelden, für einen Kader registrieren. Jawohl. Trikotnummern mache ich, sobald alle da sind. Robben, sag mal dem neuen Menschen hallo. Sehr schön. Ah, okay, weil ich Scouting-Aufträge verteilt habe. BFC Dynamo. Luca Plogmann, kein Talent. 3,5 Sterne auch nicht das Wahre. 4,5, aber erst 75%. Und Bologna will auch nicht verkaufen, aber einen Innenverteidiger brauchen wir. Welcher meiner Scouts kennt sich denn auf dem italienischen Markt aus? Mitarbeiter, Scouting-Abteilung, Scouts. Italien. Enrico, oh, Datenanalyst, verdammt, den kann ich doch nicht hinschicken. Da, Rafa Montfort, den schicken wir los. Gabriele Corbo, Scouting, Scout beauftragen, Montfort, guck dir den Jungen mal an. Das sieht nicht nach einem Talent aus. 4 Sterne bei 75%, lassen wir mal
welche Position denn, ja, welche diesen meiner neuen Formation nicht gibt, aber kann gerne, wer auch immer gerade Zeit hat, sich anschauen. Geht Pari. Ich meine, wir wissen noch fast nichts über ihn. 40%. Kann auch gerne noch irgendjemand rausfinden, ob der was taugt oder nicht. Ne. Ne. 93% bei 3,5. Da kann ja noch... Ah, Torhüter. Aber 3,5 ist zu wenig. 4 Sterne ist schon eher interessant, aber irgendwas zwischen 2 und 4. Wir kennen ihn auch noch nicht genug. Mensch. Im wahren Leben so ein Talent und im Fußballmanager 3 Sterne Maximum. 3,5. Wissen noch nicht genug über ihn. Drei Sterne, 3,5 Sterne. Wollen nicht verkaufen. Wenn jetzt hier irgendwas Günstiges gestanden hätte, hätte ich glaube ich auch weiter beobachtet. Das ist nix, das ist nichts, das ist nichts, das ist nichts und das ist nichts. Okay. Freddy Adu, yo. Freddy Adu, du könntest Twitch-Chatter am Handy anzeigen lassen. Könnte ich, wenn ich die Twitch-App hätte. Jetzt sag nicht, man kann die Twitch-App runterladen aus zum Beispiel dem Google Play Store. Außenverteidiger, komm, den scouten wir doch auch noch. Gucken wir mal, Freddy Adu, was kannst du? Was? Der spielt doch noch, oder? In irgendeiner merkwürdigen Liga. Schade. Damit sind meine Lieblingstransfers schon mal ausgeschlossen. Klar kann man das. Ja, man kann, aber ich müsste es machen. Das ist das Problem. Wieso kann ich nicht einfach warten, bis mein zweiter Monitor da ist? Neuer Rekordtransfer. Konta und Tolisso. 1 Million günstiger gewesen. Nationale Rekordablöse für Bentancur. Komm. Verglichen mit dem internationalen Markt ist das doch nichts hier. Ich kann schon mal meine erste Elf wieder aufstellen. Die soll schließlich gegen Eintracht Frankfurt spielen in 3 Tagen. Habe ich Coman schon gesagt, was er trainieren soll? Du sollst... Flügel... Inverser Außenstürmer trainieren. Was, unterstützen oder angreifen? Auf Angreifen habe ich ihn stehen, okay. Training... Inverser Außenstürmer... Angreifen. Wollen wir erstmal wieder eine Pressekonferenz geben. Bentancur, ich hoffe, dass er bei uns groß einschlägt. Bergwijn, ich hoffe, dass er bei uns groß einschlägt. Spiele werden durch eine einzige Szene entschieden. Ist Bentancur ein solcher Spieler? Ich meine, er spielt im defensiven Mittelfeld. Sagt man da. Ich will den Spieler auch nicht traurig machen. Wie stark wurde Ihr Transferbudget nach den Geschäften belastet? Wir haben noch eine Menge Geld. Potenzieller Star der Zukunft. Wie froh sind Sie im Team? Sehr froh natürlich. Beziehung zu Bentancur. In Wirklichkeit habe ich noch nie mit ihm geredet, aber ich bin natürlich sehr gut mit ihm befreundet.
Bundesliga-Meisterschaftsquoten. Also wenn ihr wollt, setzt jetzt alles auf Bayern. Palacios, schade. Das wäre noch so ein potenzieller 5-Sterne-Kandidat gewesen. Alea, Rebic, Müller. Und ungefähr 10.000 Verteidigende. Die werden uns einfach versuchen auszukontern wahrscheinlich. Kann ich hier irgendwie im Training sagen, dass wir mal ein bisschen gegen Standards verteidigen lernen sollten? In der Spielvorbereitung. Spielvorbereitung. Standards. Gibt's sowas? Defensive Formation. Da sind Standards. Das machen wir in der Spielvorbereitung. Und zwar am Tag davor. Standards. Freistöße und Ecken defensiv. Was weiß ich, was sie mehr kriegen. Standardsituation allgemein. So machen wir es. Das war nicht nur defensiv, aber das ist okay. Wir trainieren Standards. Werder Bremen. Lebenslang grün-weiß. Also, die versuchen über außen zu spielen. Da, wo wir Kimmich und Alaba stehen haben. Verteidiger scheinen ein bisschen aufzurücken. Das ist gut für Coman zum Beispiel. Vielleicht findet Müller hier auch irgendwo Platz. Ansonsten sehr dichtes Zentrum. Gut, dass wir versuchen, über außen zu spielen. Ja, okay, machen wir Rückennummern auf, wenn wir noch nicht alle haben. Alle wollen die Nummer 1 haben. Neuer kriegt sie. Boateng kriegt die 17. Mai ist sowieso nicht erste Mannschaft. Alaba hätte gerne die 7. Bergwijn hätte gerne die 7. Verdammt. Alaba bleibt bei der 27. Bergwijn wird den 7. Ribéry, du bist egal. Frank, du kriegst jetzt die 44. Unsere neue Nummer 7 heißt Bergwijn. Xhaka und Lewandowski streiten sich um die 9. Du kriegst die 19. Bist doch schon dicht dran. Robben 10, James will auch 10. Dann gibt es da einen Tausch. Hummels möchte die 15. Und Mai wollte doch sowieso die 5, da sind alle happy. Boateng hat die 17, Rafinha kriegt die 18. Martinez hätte gerne die 24. Süle gehen die 25. Bentancur die 30. Sanchez die 85. Gibt's leider in der Bundesliga nicht. So, dann haben wir Tolisso mit der 8, ist okay. Müller mit der 4, das passt nicht. Du kriegst die 23. 22. Thiago 6, 29. Und unser neuer Außenverteidiger, der kriegt die 4. Oder die 2. Komm. Nummern abgeben. Lewandowski und Müller, sehr schön. Der Paco. Abschluss 17. Schnelligkeit 12. Bei 1,75, lol. Ribéry kriegt sein Alter als Rückennummer.
Ich hatte das gerade schon gesagt hier von meiner zweiten Mannschaft, der Sturm. That feel when Xerxi, 17 Jahre alt, Boadu, 17 Jahre alt, wenn die genauso alt sind wie Arjen Robben. Und übrigens alles Holländer. Pool debütiert als Trainer. Das erste wichtige Spiel. Ja, okay. Freischussschützen und so muss ich mir mal gleich noch angucken. Spieler ermutigen, Gegner einzuschüchtern. Von mir aus. Beautiful. Holzpool gibt am Sonntag sein Trainerdebüt gegen Eintracht Frankfurt. Wettquoten sehen in Ordnung aus. Pressekonferenz. Soll ich Danny M hinschicken? Bentancur ist verfügbar. Aufstellung erfahrt ihr nicht von mir. Ich sehe uns als Favorit auf den Titel. Nee. Freuen Sie sich auf Spektakel im Supercup? Eigentlich nicht. Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit. Wäre schön, mit einem Sieg zu starten. Das Spiel wird bekanntlich in Frankfurts Stadion Frankfurt stattfinden. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Sie haben auffällig viele junge Spieler verpflichtet. Ist das eine bewusste Maßnahme? Nee, das ist nur Zufall. Okay, Ausführer von Standardsituationen. Weg. Alles weg. So. Ecken links. Ecken. Die dürft gerne ihr alle treten. Kimmich auch? Ne, die soll mal für Konter hinten bleiben. Ecken von rechts, genau dasselbe. Freistöße direkt. Ups. Kann man aber genau in der Reihenfolge so lassen. Freistöße indirekt. Dazu sollte jemand aus dem Mittelfeld treten. Ist eigentlich okay, so hätte ich gesagt. Freistöße aus der Tiefe, das soll mal, sollen unsere Verteidiger machen. Alaba. Haben sonst keinen talentierten Verteidiger, wie es aussieht. Kimmich. Und ansonsten halt hier, keine Ahnung, Thiago und Goretzka. Okay, Einwürfe von der linken Seite sollte der linke Verteidiger erledigen oder der linke Mittelfeldspieler. Das sind Alaba oder Coman. Coman einwerfen macht ja auch keinen Sinn. Ich schmeiß mal wieder raus. Soll Thiago machen. Von rechts sind das dann. Ah, sein Ersatzmann kann man hier natürlich auch noch hinpacken. Wobei Rafinha eher rechts spielen wird. Lass mal so.
Auf rechten Seite Kimmich, Rafinha oder von mir aus auch Goretzka. Okay. Speichern. Wen habe ich als Kapitän stehen? Neuer, Müller. Hier die ganzen Ersatzleute. Habe ich Elfmeter überhaupt eingeteilt? Einwürfe, Freistöße, eng. Elfmeter. Rafinha, unser bester Elfmeterschütze. Football Manager, you silly. Und nochmal speichern. Speichern. So. Weiter geht's. Marc von Bommel. Ich weiß gar nicht. Den gibt's wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob es den als Scout gibt. Halten wir auch mal Ausschau nach Marc von Bommel. Ansonsten hole ich gerne alle ehemaligen zurück. Martin de Michelis ist schon in der Auswahlliste, sobald ein Assistenztrainerplatz bei mir frei wird. Marc von Bommel, Trainer bei Eindhoven. Der hat keine Lust, als Scout für mich zu arbeiten, glaube ich. Ja. So, dann machen wir mal unsere Aufstellung fertig. Wir haben Süle als Ersatz für die Innenverteidigung, Martinez als Ersatz fürs Mittelfeld, Tolisso ist immer noch im Urlaub. Wir müssen auf jeden Fall Rafinha noch mitnehmen, sonst haben wir keinen für die Außenverteidigerposition. Und dann schmeißen wir Tolisso hier raus und nehmen Xerxes dafür mit. Ich könnte noch versuchen, Ribéry und Robben auf die Transferliste zu setzen, aber dann werde ich wahrscheinlich gelüncht. Dann lasse ich einfach die Verträge auslaufen. Okay, weiter geht's. Schick. Kann man gerne weiter beobachten. Ja, sonst nichts im Angebot, das macht mich traurig. Dann geben wir euch doch mal wieder ein bisschen was zu tun, ne? Wenn ihr hier nichts mehr zu schauen habt. Kann ich das Scouting abbrechen? Mich interessiert Chesney nicht. Gucken wir mal durch die Wettbewerbe, nee. Liegen im Fokus. Gucken wir doch mal durch die La Liga, ob es da irgendwelche großartigen Talente für uns abzugreifen gibt.
Espanol. Spanien, Barcelona, so muss man sie auch erstmal nennen. So, und mal gucken, ob das, was die Medien hier als großes Talent titulieren, überhaupt wirklich ein großes Talent ist. Vinicius Junior. Diese Saison neu gekommen. Ich glaube noch keine Einsatzminute. Cookie Salazar, schöner Name. Enes Ünal. Der große Moment ist gekommen. Supercup. Gegentrainer Adi Hütter. Schiedsrichter Robert Kampka. 25 Grad Windstill. Keine Team News. Feels bad. Schickes Trikot, lull. Alle fit. Jetzt auch für den Rest der Saison bei der Fitnessansicht bleiben. Wer stark ist und wer nicht, das haben wir ja nur inzwischen rausgefunden. Die Ansprache, leidenschaftlich. Ich erwarte von euch, mit dem Pokal zurückzukommen. Verteidigung, ich habe Vertrauen in euch. Mittelfeld, ich habe Vertrauen in euch. Sturm, ich erwarte eine starke Leistung. Ich bin lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass das keinen Unterschied macht. Sie haben Franck Ribéry außen vor gelassen. Hat das etwas mit seiner jüngsten Verletzung zu tun? Auf jeden Fall. Und nicht damit, dass er jedes Spiel auf der Ersatzbank sitzen will. Wenn die Entwickler von Sports Interactive irgendwann mal auf die Idee kommen sollten, hier noch eine vernünftige Grafik-Engine reinzupacken. Das wär's. Nicht diesen Kram, der wie Trash aussieht. Warum arbeiten wir hier quasi in Realtime? Zeigt etwas Leidenschaft, wird sofort mit einer gelben Karte von Boateng beantwortet. Sehr schön. Gut durchs Mittelfeld kombiniert und endlich viel Platz. Die Abschlussschwäche der Bayern, da ist sie wieder.
Viel Platz wieder. Kurz abgespielt. Schwach. Fantastisches Abwehrverhalten von Coman. Fantastisches Abwehrverhalten von Boateng. Sehr schön. Kontertimung. Gute Verlagerung und endlich viel Platz für Coman. Naja, immerhin. Meine Güte, gut angeschnitten, das Ding. Kimmich lässt sich den Ball abnehmen, genau wie seine Leistung heute. Ganz parade. So, wofür haben wir Standards trainiert? Das ist jetzt die Frage. Sehr schön. Fast die gesamte Verteidigung stattet sich mit gelben Karten aus. Sehr gut. Der Videoassistent wurde aufgefordert, Entscheidung zu überprüfen. Gibt es etwa Rot? Videoassistent greift bei einer gelben Karte ein. Was ist da denn los? Haben die Regeln nicht gelesen? Freistehend aus 5 Metern an den Pfosten. Leidenschaftlich. Haut rein. Verteidigung. Ihr könnt besser spielen. Ihr könnt besser spielen. Sie können den Unterschied ausmachen. Kaum Reaktionen hier. Aber die Moral sieht ja noch okay aus. Thiago wird einer der ersten sein, den wir uns wechseln müssen. James und Kimmich oder Alaba. Natürlich hier direkt verletzt. Gut, dass wir Standards trainiert haben, damit wir dann nach einer Ecke ein Gegentor bekommen. Erstmal Coman auswechseln, bevor er sich irgendwas Schlimmeres zuzieht. Zurufe, Konzentration. Boateng vom Zuruf überfordert. Das Gefühl habe ich auch. Zeit, ein bisschen in die Offensive zu gehen, ne?
Und noch ein paar Wechsel. Wie sieht der Mechmil fit aus? Haben wir überhaupt eine Option für James auf der Bank? Sanchez, ne. Holen wir lieber Thiago raus dafür. Und bringen noch einen zweiten Stürmer. Was sonst? Also sind schon mal gut drin, sich alle eine gelbe Karte abzuholen. Das ist ja auch viel wert. Zeitspiel. Dieser Moment, wenn dein Einwechselspieler ein Tor schießt. Weiter so hier. Mittelfeld komplett offen. Nein. In der 89. Minute. Und Neuer hat ihn doch so. Nachspielzeit. Guter Spielaufbau. Gutes Passspiel. Neuer schließt sich dem Angriff des FC Bayern München an, was? Ich wollte gerade sagen. Gutes Zweikampfverhalten. Sehr schön. Zu langsam, der alte Mann.
Eine Minute, das sieht aus, als würde es eng werden. Was für ein Passspiel. Na, im Konter. Bible Thump. Dieser Moment, wenn der einzige Lichtblick in deinem Team der 17-jährige Nachwuchsstürmer ist. Jerome Boateng, großartige Leistung. Zeig mir nochmal Statistiken. Kann ich es nicht sehen? 17 zu 12 Torschüsse. Beide 7 aufs Tor. Klare Torchancen 2. Na gut. 13 Ecken. Coman erstmal eine Woche verletzt. Sehr schön. Verletzt beim Sprinten. Kann nicht gerade auslaufen, ohne kaputt zu gehen, der Mann. Späte Siegtreffer von Alea muss bitter gewesen sein. Wie wird sich das auf die Mannschaft auswirken? Ich finde, wir hätten mehr verdient gehabt. Glauben Sie, dass das Endergebnis durch späte Tore den Spielverlauf widerspiegelt? Auf keinen Fall. Wir hätten mehr verdient gehabt. Wie enttäuscht sind Sie über das heutige Resultat? Es geht. Offensichtlich unterdurchschnittliche Leistung. Nehmen wir doch erstmal unsere Spieler in Schutz hier. Xerxi, großartige Leistung. Salcedo ist zum Spieler des Spiels gewählt worden. Robert Lewandowski, werden Sie gesprächsbereit, was einen Transfer angeht? Woher wollen Sie wissen, dass er nicht einfach da war, um unseren tollen Fußball zu genießen? Selbe Frage nochmal, sehr schön. Jerome Boateng erlaubte sich heute einen Schnitzer, der sie das Spiel gekostet hat. Wie bestürzt ist er darüber? Gar nicht. So. Wollen wir mal gucken, ob wir wenigstens im DFB-Pokal gewinnen können. Mit der Mannschaft der Zukunft. Hütter geht an die Decke.
Rip Sofa Cup, so ist es. Bis denn. Meister Daniel, mein Co-Trainer, verlässt mich. Nach der ersten Niederlage ist er direkt weg. Er denkt, schnell weg von diesem sinkenden Schiff. Das tun wir uns nicht an. Der Danny. 6 Fehler, ach du Scheiße. Ja, wir sollten vielleicht noch einen Innenverteidiger verpflichten. Gottes Willen. Scoutbericht über Berliner FC Dynamo. Stärken unbekannt. U19 spielt 1-1. Ist bald wieder fit. Im jungen Alter besser für Bayern 2 geeignet. Habt ihr sie noch? Das sind die einzigen, die gut spielen im Moment. Wann kommen meine Scouts wieder? Bitte sagt mir, was Schönes gefunden. Scouts für Deutschland, Italien ebenfalls. Jo. Die Länder haben wir schon abgedeckt, da brauchen wir keinen Torwarttrainer. Wir haben noch gute Torwarttrainer, gibt's nicht zu meckern. Wir bräuchten nur mal vielleicht einen guten Torwart. Corvo, wollen nicht verkaufen. Okay, ich möchte aber kaufen. Und er möchte nicht zu uns wechseln? Hat er vielleicht gerade einen neuen Vertrag unterschrieben? Was ist, wenn ich euch einfach ein bisschen Geld überweise? Hättet ihr dann Lust, ihn mir zu verkaufen? 11,75 Millionen. Ja, geht doch. Mein Kind ist nicht daran interessiert, mit Bayern München zu sprechen. Was ist, wenn wir dir einfach ganz viel Geld bezahlen? Bist du dann interessiert? Wollt wohl nicht runter da von euren 11,25 Millionen. Na? Vier Sterne, das können wir gerne weiter beobachten. Zweieinhalb Sterne, da wird sich wahrscheinlich nichts mehr geben, oder? Da sollen unsere Scouts mal erst woanders schauen. Drei Sterne, leider nicht genug. Drei Sterne, leider nicht genug. Er ist gerade erst zu seinem neuen Verein gewechselt. Nein, nein. Verdammt. Chronik. Kann ich irgendwo sehen, wann er gewechselt ist? Nur mit ja. Da. 17.06. Ah, verdammt. Na gut, behalten wir ihn mal auf dem Zettel. Schade.
Mitchell. Assistenztrainer. Könnte man sogar fast überlegen. Da machen sie sich Sorgen über einen Favoritensturz. Nö. Sie scheinen selbstbewusst zu sein. Glauben Sie, dass sich die Einstellung auf Ihre Spieler abfärben wird? Hoffentlich. Kleinen Außenseiter. Absolut. Sind Sie sich bewusst über die Stärken und Schwächen vom Dynamo? Ja, wir haben die Datenanalyse gelesen. Wir haben keine Stärken. Sind es nicht gewohnt, in einem Stadion wie dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zu spielen? Ist etwas, worüber Sie sich Sorgen machen? Nö. Wie ist das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Vorsitzenden? Ausgezeichnet. Viele Experten und Buchmacher glauben, dass sie einen Titel holen können. So soll es hoffentlich sein. So, unsere Aufstellung ist so noch ein bisschen Müll. Wir lassen Martinez in der Innenverteidigung auflaufen, solange wir da keinen haben. Der Rest der Mannschaft ist so okay, glaube ich. Tolisso ist wieder da, sehr schön. Auch mal aus dem Urlaub zurückgekehrt. Ich kann direkt sagen, dass du was Neues lernen sollst. Du bist unser neuer Abräumer, falls du es noch nicht wusstest. Und kannst mal gerne noch ein bisschen Tackling dazu lernen. Stellungsspiel. Haben wir nicht sowas wie Zweikampf? Kraft ist gut, Ausdauer ist gut. Na gut, dann lernst du halt defensives Stellungsspiel. Sie trainiert fleißig, so soll es sein. Gibt's ein Lob dafür? Immerhin, die Mannschaft zieht mit. Timmy! Guten Tag. So. Ich möchte keinen Spieler für die U19 verfügbar machen. Hacking spricht über Transferrekord. Für Bentancur, das hat nichts mit mir zu tun. Tolle Antwort, Dito. Viele Partien zu simulieren. Erste Runde DFB-Pokal. Irgendwelche Überraschungen dabei. Paderborn schlägt Freiburg. Der arme Christian Streich. Cologne. Der erste FC Köln. Ribéry und Coman sollten nach Möglichkeit sowieso beide heute nicht eingesetzt werden. Wenn es gut läuft, kann Bergwijn durchspielen. Ansonsten schmeiß mal Ribéry doch mal kurz von der Bank. Okay. 20:45 werden wir im Fernsehen übertragen. Bundesligist gegen, wo mögen die spielen? Regionalliga? Kann ich sehen.
Regionalliga Nordost, Tatsache. In der Aufstellung bin ich so zufrieden. Eine Menge Spieler und viel Spielpraxis. Deswegen spielen sie ja heute. Gegen einen niederklassigen Gegner. Teamansprache. Bestimmt. Wir sind aus gutem Grund Favorit. Ich habe Vertrauen in euch. Ich habe Vertrauen in euch. Und in euch habe ich erst recht Vertrauen. Sie haben sich dazu entschieden, Robert Lewandowski aus der Startelf zu nehmen. Heißt das, dass sie den Wettbewerb nicht so richtig nehmen? Nein, das heißt es nicht. Nur diesem Spiel. Dieses Spiel nicht. Wir müssen rotieren. Glauben Sie, dass es schwerer ist, sich gegen den Gegner zu motivieren? Ich hoffe nicht. Okay, das war's. Die Zukunftsmannschaft. Perspektivteam 2006 hat man das früher mal genannt. Zeigt, dass ihr ein bisschen Fußball spielen könnt und haut den Regionalligisten heraus. Sehr schön. Sechste Minute, erstes Tor. Neuzugang mit der Vorlage, zukünftiger Innenverteidiger Star mit dem Tor. Links ist alles frei. Sehr schön. Holt sehen sich noch und quasi ein Doppelpass. Wenn er jetzt eine bessere Kopfballtechnik hätte und nicht seine, was hat er? 10? 10. 1,93. Wahnsinn. Knallt er das Ding direkt aufs Tor? Ich fasse es nicht. Augenscheinlich scheinen wir viel über links zu machen. Ja, jetzt verlagern wir nach rechts, aber es funktioniert noch nicht so gut. Die gefährlichen Sachen kommen gefühlt immer über Bergwijn und nicht über Sanchez. Sehr gut. Zweites Saisontor, 17-jähriger Stürmer, so soll es sein. 100% der Tore bisher von Joshua Zirkzee. Wofür haben wir eigentlich so was wie Lewandowski im Kader? Der zweite 17-Jährige macht sich auf den Weg. Was für ein Ball. Das war kein Abseits. Es bleibt dabei. Die Tore kommen nur von einem. Das Team wird selbstgefällig. Da wollen wir noch mal ein bisschen Konzentration reinrufen. Vom Zuruf, die gesamte Mannschaft vom Zuruf überfordert. Wir wissen nicht, was es heißt, sich zu konzentrieren. Der Bergwijn. Auch ein gutes Spiel. Wenn jetzt noch die rechte Seite genauso gefährlich sein könnte.
4:0 nach der ersten Halbzeit, da kann man mit leben. Atmosphäre ist durchschnittlich, sind generell interessiert an dem, was ich zu sagen habe. Sehr schön. Danny M. Schicken Sie die Jungs ohne Ansprache aus? Auf gar keinen Fall. Weiter so, Jungs. Sanchez wird in einer Viertelstunde ausgewechselt. Und dann gucken wir mal, was die Fitnesslevel zu sagen. Glanzparade. Was der nächste Neuzugang betrifft. Kimmich sollte bald raus. Sanchez kommt jetzt raus. Und der Rest kann weiter spielen, würde ich sagen. Spiel pausiert. Pausieren brauchen wir nicht. Mach einfach einfache Geschwindigkeit. Hinbringen wir für Sanchez. Für Sanchez kommt. Messerum. Für Kimmich kommt Rafinha. Und die dritte Auswechslung, die heben wir uns auf. Einzelgespräch. Was kann ich denn sagen? Das scheint neu zu sein, aber gut. Gegentor. Wir fangen uns ein Gegentor ein gegen die Mannschaft. Nach dem Zugriff konzentriert. Jetzt 10 Minuten. Dann müssen wir dem mal noch ein bisschen Spielpraxis geben. Eigentlich kein. Arme zweite Halbzeit für uns. Ja, das ist auch in Ordnung. Dafür, dass das unsere zweite Mannschaft ist. Gut gemacht. Erster Sieg. Achievement. Mhm. Steven Bergwijn. Hoffentlich wird er noch ein paar gute Spiele für uns machen. Ergebnis bin ich zufrieden. Nächste Runde. Wir wollen gewinnen. Bergwijn lieferte ein hervorragendes Debüt. Wie fanden Sie seine Leistung? Sehr gut. Winterkur, sehr gut. Bordeaux. Hat er gut gemacht. Über Gegner, 35-jähriger Außenverteidiger, möchte ich nicht sprechen. Kimmich war in guter Form. Rene Riedlewitz. Xerxes, Spieler des Spiels. Hab ihn zwar gerade erst gelobt, aber... nicht in den Himmel loben, den Jungen. Das soll erstmal für ein paar Wochen reichen. Okay, in 6 Tagen geht's gegen Hoffenheim. Da ist unsere erste Mannschaft dann wieder dran.
ist Coman bis dahin wieder fit. Jo. Sehr schön. Ist Ribéry bis dahin wieder fit. Sollte so sein. Hm, 58 Millionen werde ich nicht ausgeben. Frenkie de Jong nicht gut genug, leider. Gudmundsson für 67 Millionen, Entschuldigung. Ich lehne dankend ab. Bergwijn ist happy. Nichts Besonderes, Kapitän für die neue Saison. Da bleibt alles beim Alten. Nur 15 erfolgreiche Pässe. Raum für Verbesserung, neuer, hat nichts machen müssen. Tja, war Allegri wohl doch nicht wegen Lewandowski im Stadion. Wir haben zumindest kein Angebot gekriegt. Schick. 4 Sterne. Ja, kommt erstmal auf Ausfallliste. Geld ausgeben werden wir dafür nicht. Unser Sturm ist im Moment ganz okay besetzt. Cordoba, 3 Sterne. Nichts für uns. 3,5. Das Innenverteidiger können wir mal weiter beobachten. Mittelfeld-Entertainer. Würde wahrscheinlich sowieso unendlich viel Geld kosten und scheint nicht das Riesentalent zu sein. Nix für uns, nix für uns, nix für uns. Außenverteidiger. Kann man mal weiter beobachten. Nix. Das ist nix. Weiter beobachten. 4 Sterne, 16 Jahre alt. Und kostet nix. Kann ja schon fast nichts schief gehen, wa? Ausstiegsklausel 800.000, sehr schön. So was wird als großes Talent gefeiert. Ja. 3 Sterne. Vinicius Junior, den hätte ich natürlich gern, aber. Müsste man euch den bieten? Wahrscheinlich 100 Millionen, damit ihr den verkaufen wollt. 126. Ist das eine Ausstiegsklausel? Ja. Hm. Also nein, danke. Machen wir weiter scouten. 16-Jährige sind immer interessant. Noch ein interessanter Spieler. Dreieinhalb bis 4 Sterne. 17 Jahre alt. Hm. Sollten wir den für Jugendmannschaft holen? Was wollt ihr denn für den haben? Ausstiegsklausel 80 Millionen. Na, was passiert, wenn ich euch einfach mal 2,5 biete? Wahrscheinlich nicht ganz viel, ne? 8 Millionen. Das heißt, sie wollen sogar verhandeln. Aber auch 8 Millionen wären vielleicht ein bisschen zu viel. 7,5.
mal ab. Aber behalten den mal auf der Liste. Wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Cookie. Cookie beobachten wir weiter, allein wegen des Namens. Das lohnt sich nicht und damit sind wir fertig, wie es aussieht. Music died, apparently. Soll wohl irgendwann wiederkommen. So. Vielleicht perfektes Timing, um gerade Pausenmusik abzuspielen. Das wäre doch mal was. Dann habe ich auch Zeit, mir was zu trinken zu holen. Das machen wir. So. Pause Overlay. Zack. Ich bin gleich zurück. Bis gleich.
Sehr gut, man muss einfach nur ein bisschen Pause machen, dann kommt der Music Stream auch wieder weg. So soll's sein. Gab's noch Überraschungen im DFB-Pokal? Hoffenheim fliegt gegen Aue raus. Alles andere wirkt stabil. Unsere 19 verliert jedes Spiel. Jedes Spiel. Jedes Spiel. So, wir haben ein großes Talent gekauft. Für. Unglaublich interessiert auch als junger Spieler. Sehr schön. Holen dich für 2 Jahre. Mehr geht nicht für Jugendspieler, aber da packen wir doch nochmal eine Klausel dran. So, von mir aus auch so. Sag, sie macht gute Fortschritte, das freut mich zu hören. Potenzielle Fähigkeit. Sind das 4 bis 5? Sehe ich das richtig? Sehr schön. So soll es sein. Halben Punkt Entscheidung verbessert. Und das innerhalb eines Monats, so kann das gerne weitergehen von mir aus. Der soll man ruhig durchstarten, der Junge. Körperlich müssten wir noch ein bisschen zulegen hier. Und bei der Kopfballtechnik sowieso. Steven Bergwijn findet, dass ihm zu viele extra Trainingseinheiten verordnet wurden. Na dann machen wir ein bisschen weniger Training. Keine Sorge, Goretzka ist irgendwie 4. oder 5. Schütze, das ist nicht so schlimm. Naja, die sollen das gerne ruhig weiter trainieren. Ich sag, sie ist immer noch nicht der schnellste unter der Sonne mit seinen Zehen. Position nie besser als gut beherrschen. Warum glaubst du das? Halte ich für eine Lüge. Nee, das machen wir nicht. Wir spielen gegen. Das wäre natürlich das Highlight, wenn wir jetzt in der zweiten Runde gegen Drochters und Assel spielen. Wahren Leben in der ersten Runde und dann im Manager in der zweiten. Schmeißt die Hamburger raus. Doch, das ist ein Assel. So, Daumen drücken für Drochtersen. Oh, ein 1:0. Bitter. Fans scheinen zufrieden zu sein mit unserem 16-jährigen Transfer. Selbst ist auch zufrieden, sehr schön.
Wann feiert er denn seinen 17. Geburtstag? In einem halben Jahr. Oder ein bisschen weniger sogar. Sehr schön, Martinez sagt ihm Hallo. Kollege Hermann hat sogar noch eine andere Meinung als der Scout über ihn. In welchem Kader bist du gerade? In der U19, so ist es richtig. Na gut, mal gucken, ob wir die Position noch irgendwann umtrainieren müssen. Wie viele freie Scout-Positionen haben wir noch? Drei Stück. Zwei Datenanalysten, ein Chefdatenanalyst. Zwei Datenanalysten? Ich dachte, ich hätte nur einen geholt. Andreas Steppert. Habe ich den gekauft? Vor allem sind es doch nur... Bin ich blind? Ein Chefdatenanalyst und ein Datenanalyst. Wie kommst du auf zwei? Man weiß es nicht. Aber wir haben noch drei Plätze frei. Das heißt, wir können uns mal zwei Scouts noch holen für Länder, wo wir noch nicht so gute Abdeckung haben. Und die letzte Position lassen wir uns frei, falls sich irgendwann die Möglichkeit ergeben sollte, einen Überscout zu besorgen. Wie sieht unsere Kenntnis aus? Wollen nicht verkaufen. Kieran. Außenverteidiger. Das ist natürlich interessant. Ich glaube, die Auswahlliste müssen wir auch mal wieder durchgehen, wen wir da drauf lassen und wen nicht. Na gut, Kenntnis. Mitteleuropa sehr gut, Skandinavien nicht so gut, Südamerika. Ost? Und wo ist Südamerika West? Da fehlt uns so ein bisschen was. So, Chile und so weiter. Da haben wir Kolumbien abgedeckt. Ne, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht. Das heißt, wir könnten noch einen Südamerika-Experten gebrauchen. In Afrika fehlt auch noch eine Menge. Asien quasi blind. Russland. Sehe ich jetzt hier nicht. Okay. Russland und Südamerika. Das werden die beiden sein, die wir besetzen. Personalsuche, Suche bearbeiten. Europa, Russland. Aldo Peccini. Schon relativ alt. Aber vielleicht hast du ja trotzdem Lust für uns zu arbeiten. 1,6 Millionen. Ist nicht einfach, gute Mitarbeiter zu finden. Und dann bräuchten wir Chile. Null Personen gefunden. Wie weit müsste ich runtergehen? Gute Anpassungsfähigkeit. Argentinien, Chile, Uruguay, Frankreich, Portugal, Paraguay. Könnte man überlegen, den Kollegen einzustellen?
Was ist, wenn ich hier ein bisschen runtergehe? Das ändert nichts. Wenn ich noch weiter runtergehe, auch nichts. Das ist der Einzige, der sich in Heal auskennt. Tatsächlich der Einzige, der überhaupt irgendwelche Kenntnisse über Heal hat. Den anderen Ländern in Südamerika. Na. Kurzes Steam-Overlay abwarten. Gibt keinen, der sich da auskennt. Na gut. Nehmen wir ihn. Ich meine, mit 12, 13, um so einen halben Stern darf er sich dann auch gerne mal vertun bei der Einschätzung von seinen Fähigkeiten, aber es ist nicht so, dass er völlig daneben liegen wird. Das ist schon okay. Drei bis vier Verteidigungsaufgaben. Wie viele Verteidigungsaufgaben haben wir? Eins, zwei. Und zwei, die auf automatisch stehen. Ich habe keinen, den ich noch für Verteidigen abstellen möchte. Das lassen wir so, wie es ist. Verstanden. Julian Nagelsmann. Gute Stats. Keinerlei Ausfälle, so ist es. Süle trifft auf alten Verein, in der Tat, in der Tat. 19,5 Millionen. Echt ein super Deal. Hat sich in der Vorbereitung ein Stammteam herauskristallisiert. Jeder bekommt seine Gelegenheit. Ja, wir brauchen alle. Der beste Weg, mit einem Dreier zu starten, sind sie zuversichtlich, einen guten Start hinlegen zu können. Großteil der Experten behauptet, dass die Leistung von Hummels der Schlüssel zu einer erfolgreichen Saison sein werden. Hm, nicht unbedingt. Lewandowski ist happy, Robben ist happy. Nagelsmann hat angedeutet, dass er sich freut. Was denken Sie darüber? Julian Nagelsmann denkt, dass ihr Team einfach. Ja, dem stimme ich zu. Will uns etwas selbstgefällig machen, aber ich hoffe, meine Spieler können das ab. Ich glaube, wir müssen uns ernsthafte Gedanken machen über unseren Fansprecher. Hasse die Anstoßzeit, geteilt von Benjamin Albrecht. Verstehe niemanden, der sich über unterschiedliche Anstoßzeiten beschwert. Das ist Fußball, geteilt von Benjamin Albrecht. Kann da mal jemand einen Arzt vorbeischicken, gucken, ob bei ihm alles okay ist?
Niemand für die U19. Saisonerwartung. Halbfinale in der Champions League wird schwierig. Bundesliga sollten wir hoffentlich gewinnen. DFB-Pokal kann immer mal wieder ein schlechtes Spiel dazwischen sein. Koman ist fit, kann spielen. Ohne Verletzungsrisiko, sehr schön. Rodriguez im Auge behalten. Habe ich einen Ersatz für dich parat? Stellen wir Ribéry dahin. Der auch noch nicht sonderlich fit war, glaube ich, oder? Aber er war nicht bei den Fitnesstests dabei. Dann wird er spielen können. Auf geht's gegen Hoffenheim, Tobias Stieler. Netter Touch, die echten Bundesliga-Schiedsrichter. Bentancur und Tolisso brauchen Spielpraxis. Na gut, na gut, na gut. Na, kein Platz für Tolisso. Sie haben einen Ersatzspieler dafür ausgewählt, was? Tatsache. Origi haben sie sich geholt. Na gut, na gut. Nur wenige Spieler, an dem interessiert zu sein, was sie sagen. Interessant. Warte, wenn ich ein bisschen rumschreie. Ich weiche mal Fragen zu Tolisso aus. Transferfenster schließt. Ich würde gerne noch was machen. Okay. Erster Bundesligaspieltag. Zwischengegangen, nicht gut behauptet. Meine Güte, was für ein Abwurf. Ei, nein! Wie kann es sein, dass Lewandowski aus 5 Metern an die Latte schießt? Wenn der Torwart am Boden liegt. Ich habe einen Pfiff gehört. Aber es scheint zu zählen, sehr gut. Lewandowski. 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 Er ist ein guter Mann. Robert! Im Moment scheint Hoffenheim überhaupt keine Chance zu haben. Null Schüsse aufs Tor. Und allgemein null Schüsse, wenig Ballbesitz. Wenn wir jetzt noch einen zweiten Treffer nachlegen könnten, das wäre was Feines. Innerhalb des 16ers darf man auch mal gefährlicher schießen als so.
Schwaches Pressing da. Ribéry holt sich das Ding. Coman alleine. Ah, lebt doch in die Mitte. Duell. Kramaric gegen Süle. Gegen Hummels, Entschuldigung. Süle ist auf der Bank. Kein Foulspiel. Unendlich viel Platz im Mittelfeld. Gut, dann. Unsere Spieler können kein Tor schießen. Wie ist es möglich? Er hat Zeit ohne Ende und verliert den Ball trotzdem. Zuru frustriert, weil ich möchte, dass er nach vorne spielt. Lol. Bloß nicht selbstzufrieden werden. Ich weiß, läuft gut, aber wir könnten noch besser spielen. Keinen interessiert's. Feels bad. Außer Robert. Sehr schön. Schwaches Zweikampfverhalten. Holt ihn sich. Oh, Lewandowski. Was für ein schwacher Ball. Eieiei. Ändern wir mal ein bisschen unsere Taktik. Bringen Xerxes mit rein. Und spielen aber etwas zurückgezogen. Mittelfeld ist einfach zu viel offener Platz. Ich hoffe, dadurch, dass ich die etwas weiter zurückziehe, haben wir eine Station vor der Abwehr, die Bälle dann ein bisschen abfangen können. Standards. Meine Güte, nach jedem Standard kassieren wir ein Tor. Wirkt schon fast wie Eigentore. Oh, nicht mal unser 17-jähriger Superstar schafft's, das Ding zu drehen, ey. Zweite Lattentreffer oder dritte Lattentreffer im Spiel. Wechsel parat. Wir könnten Bentancur bringen.
Ist irgendjemand sonst noch nicht fit? Kimmich, Roman. Das geht noch alles in Ordnung. Fühlt sich keiner zuständig da, ins Pressing zu gehen. Aber Neuer hat das dann. Oh, langer Ball. Vierzehnte Ecke gefühlt. War doch an der Grenze. Es muss doch einen Elfmeter geben. Ein schwacher Freistoß. Sieht alles ein bisschen unkontrolliert aus, aber wer weiß, wenn es zum Erfolg führt. Wenn unsere Ecken mal so gefährlich wären wie die, die wir kassieren. Schießt den eigenen Mitspieler. Ich fass es nicht. Lassen sich da vollkommen ausspielen von zwei Spielern. Endlich mal haut er dazwischen. Zweikampf. Eckball, das heißt Tor für Hoffenheim. Hätte ich behauptet. Konter. Können wir noch irgendetwas von der Bank bringen? Da eine Robben für Coman. Leidenschaftlich. Auf geht's. Nächste Ecke. Wieder ungefährlich. Immerhin. Das wäre es jetzt natürlich noch gewesen, war es 2-1 zu kassieren. Kriegen den Ball nicht. Und jetzt wird wahrscheinlich wieder in unserer Aktion abgepfiffen. Oder jetzt beim Einwurf. Ah.
Bitter, bitter, bitter. Die Statistiken sprechen eigentlich alle für uns. Mehr Schüsse aufs Tor. Mehr Ballbesitz. Aber leider keine 3 Punkte. Die erste Mannschaft. Hoffentlich trägt sie uns diese Saison noch durch, damit wir genug Zeit haben, eine gute Nachfolgemannschaft aufzubauen. Hoffenheim hält das unentschieden. Nach einem Standard, wie immer. Und wir treffen 3-mal die Latte in einem Spiel. Sie sahen, wie ihr Team übermäßig oft nur Aluminium traf. Verdammtes Pech. Lewandowski. Guter Auftritt. Was sagt der Kalender? Terminplan? Weiter geht's mit Bundesliga, Bundesliga, Champions League. Okay. Ist das der echte Spielplan? Das ist der echte Spielplan, ne? Ja. Na gut. Wir sind im wahren Leben gerade hier. Da können wir doch sicherlich morgen oder so aufholen. Aber für heute, glaube ich, soll es das erstmal gewesen sein. Erster Spieltag ist ein guter Punkt, um Pause zu machen. Supercup. Leider knapp verloren. Bundesliga-Auftakt startet mit einem 1:1, ein durchschnittlicher Start, also mal gucken, ob wir das Ruder noch umgerissen kriegen. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.